Ganz wichtige Frage, die oft gestellt wird: Fallen transplantierte Haare wieder aus? En çok ve en sık sorulan sorulardan biri, ekilen saçlar dökülür. Şimdi pratik olarak ekilen saçlar dökülmelerde rastlayabiliyoruz. Es ist so, die transplantierten Haare fallen in der Regel praktisch nicht aus. Aber es ist ja nach der Transplantation eine Prozedur, wo die Grafts eingesetzt werden und dann wachsen die Haare bis zu einer bestimmten Länge und dann fallen die aus und dann wachsen die wieder nochmal nach. Das ist jetzt keine verbleibende Haarausfall, ja, sondern die einfach wieder die Grafts nachwachsen. Aber es gibt wirklich eine sehr geringe, sehr minimale beziehungsweise Patientenanzahl, wo wir eigentlich bei den Patienten das sehr selten gesehen haben, dass die einfach die Grafts nicht gewachsen sind und die sind einfach ausgefallen. Mhm. Aber wenn sie schon mal sich voll entwickelt haben, wie jetzt zum Beispiel bei mir in der Gleimratzecken, da fallen sie nicht mehr auf. Also die sind ja voll entwickelt, ne? Die sind jetzt 3 Jahre alt, die transplantierten Haare, und die fallen dann später in 10 oder 20 Jahren nicht mehr aus. Mesela bendeki olduğu gibi diyor, golflerde diyor, hani bu ekildi diyor, şu anda 3 yıl oldu, 5. yıl sonunda veya 10-15 yıl sonrasında bunlar daha dökülmez değil mi diyor? Dökülmez dediğim gibi, yani bu dökülmeyi tamamen değil, yani hasta ekilen saçların %20 çok çok düşük oranda görülür. Yani belki 1000 hastanın birinde ikisinde görebileceğimiz bir olay. Okay. Es ist so, es kann sich natürlich, dass in dem Falle von Zeit zu Zeit unterschiedlich abhängig sein, dass ihr zum Beispiel von der gesamten Kräftanzahl 20%, 25% einfach nicht halt aushalten, die ausfallen können. Das kann nach einem Jahr, 3 Jahren passieren. Wie gesagt, aber das ist sehr, sehr gering, sehr wenig, was wir bei den Patienten, ich sag mal, von 1000 Patienten vielleicht mal bei einer Patient gesehen ist. Also sehr niedrig, also sehr gering die Anzahl, was jetzt mal die Erfahrung damit macht. Okay, danke schön. Bir doktor ya da bir yerde okumuş olabilmesi için bunu not olarak eklemek istedim. Er möchte als kleines Notiz noch hinzufügen, es gab mal einen Arzt, der beziehungsweise ein paar Versuche, es sind keine nachgewiesenen Studien, sondern das war Versuch an sich, an ihm selber. Er hat mal ein paar Grafts entnommen und an seinen Beinen die transplantiert. Nach einer Zeit, die haben gehalten und dann haben sich die Haare oder die Grafts ausgedünnt, sich angepasst zu den Beinen, also den Haaren an den Beinen. Und nochmal hat er dann nochmal probiert von einer anderen Körperstelle, beziehungsweise die Haare entnommen und auf den Kopf sozusagen transplantiert. Und dann wurden die Haare oder die Struktur von den Haaren haben sich zu den anderen Haaren angepasst. Es ist so, egal in welchem Bereich sozusagen die Haare dann transplantiert werden, die Haare nehmen dann die Fähigkeiten oder diese Besonderheiten von diesem Bereich, von den Haaren, die Struktur sozusagen mit der Zeit auf. Es wird dann sozusagen dementsprechend dicker oder dünner. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, er hat es nochmal wiederholt, es ist kein nachgewiesenes Studio, wo dann ganz genau an Personen getestet worden sind, wo man dann sagen kann, okay, die fallen aus oder nicht. Und er meinte noch, es gibt viele Patienten, die das halt mal nachgelesen haben, dass jetzt die Haare ausfallen oder nicht ausfallen. Und da kann man halt nur, wie gesagt, daran von dem Praktischen, ja, durch seine Erfahrung das wiedergeben. An sich Studien jetzt nachgewiesenes, an Personen getestetes über die Haartransplantation gibt es leider nicht so ganz große Versuche oder Studien, wo wir sagen können, dies und das ist definitiv oder sicher. Wie gesagt, nur rein durch seine Erfahrungen sind das. Diese Körperhaare, die transplantiert worden sind, zum Beispiel auch von der Brust, die erreichen nur eine gewisse Länge. Mhm. Oder als Armhaare, die erreichen alle nur eine gewisse Länge. Mhm. Wenn man sie jetzt auf den Kopf transplantiert, die werden dicker, okay, die passen die Struktur an, aber werden sie auch länger. Mesela göğüsten veya koldan diyoruz. Göğüsten... Ya zaten body graft yapmıyoruz. Sadece sakaldan alıyoruz. Mm-hmm. Çünkü hiçbir verimliliği yok. Mm-hmm. Es ist so, body grafts, so wie zum Beispiel von den Händen oder beziehungsweise von der Brust, die jetzt dann entnommen werden und transplantiert werden, wie Sie auch gesagt haben, die erreichen nur eine bestimmte Längeeinheit, maximal 2 cm, dann können die ausfallen oder fallen die aus. Das sind die Ergebnisse von den Body Grafts nicht gut. Es wurde schon mal versucht, wie gesagt, aber die fallen aus und da erzielen wir keine guten Ergebnisse. Deshalb machen wir auch keine Body Grafts sozusagen für die Transplantationen. Alle höchstens entnehmen wir von dem Spendebereich hinten oder von dem Bart. Ja. Genau. Das sind die 2 Auswahlmöglichkeiten für uns, wo wir für ein gutes Ergebnis sozusagen die beiden Bereiche uns aussuchen. An sich, wie gesagt, die Bodygrafts sind leider nicht so gut erfolgreich. Bleiben wir mal ganz kurz eine Frage noch zu den Bodygrafts. Ja, wie wir gerade besprochen haben, erreichen sie nur eine gewisse Länge. Mhm. So, wenn man sie aber abrasiert, wachsen sie wieder nach auf diese gewisse Länge. Merken die Haarwurzeln, ich wurde abgeschnitten und ich muss jetzt wachsen? Oder warum wächst es wieder? Mhm. Oder warum kommt es komplett weg, wenn man genau, richtig. Okay. Mesela diyor, body graft'tan aldık, ekim yaptık.
O yüzden o saç dökülecek. Kısa tutsanız da, uzun tutsanız da dökülecek. Also die beziehungsweise Zirkulation von diesen Body Grafts oder die Lebensdauer, also die Lebensdauer ist einfach kurz von denen. Ob sie jetzt kurz oder lang halten, spielt keine Rolle. Das hat nur eine bestimmte Lebens, sage ich mal, Zeit, wo dann der bleiben oder noch vorhanden sein kann. Ob sie kurz oder lang halten, der wird sich irgendwann mal verabschieden, die fallen dann aus. Die fallen dann aus. Mhm. Aber wenn ich ihn abrasiere, wächst er dann weiter. Ne? Kesince bir uzuyor mu? Er merkt es, was merkt es denn die Haarwurzeln, dass man das abrasiert? Saç kökü bunu diyor, hücresi, şey, kökü fark ediyor mu diyor kısaltın? Tabii ki yani şöyle. Şimdi bu hayat döngüsü, graftın jiletlenmiş de olsa dökülür, iğnesini verir. Also, die wachsen, aber wie gesagt, da ist die Zirkulation, Lebensdauer von diesen dünnen Graft. Das ist die Lebens- bzw. Zirkulation von diesem Graft einfach begrenzt. Sagen wir mal 2 Jahre. Ob sie es jetzt kürzen, wie gesagt, wenn es jetzt so kurz davor gekürzt worden ist, kann es wachsen, aber wenn jetzt diese Lebenszirkulation oder Dauer schon erfüllt hat, dann fallen sie aus. Ja, okay, dann kann ich mir den Rest interpretieren. Und dann habe ich es verstanden. Okay, danke schön. Dann gehen wir zu der nächsten Frage und die wird jetzt ein bisschen unangenehm, weil ich das Problem selber habe. Hier über dem Ohr im Spenderbereich hat man hier diese Lücke, ne? Diese freie Stelle. Und meistens kommt es vor, dass sie bei vielen Leuten auf der rechten Seite ist. Manche haben es auf der linken und auf beiden Seiten. Woran liegt das? Biraz zor bir soru verirken öncesinde. Benim de sağ tarafımda burada. Yani bunun sebebi her zaman alım değil. Das ist jetzt nicht immer von dem Spenderbereich, von der Entnahme abhängig, sondern es ist zum Beispiel an sich jetzt, der Patient hat zum Beispiel in den rechten Bereich noch mehr oder dichteres Haar im Vergleich zu der linken. Wir haben zum Beispiel heute einen Patienten gehabt, sagt er, bei dem Patienten war von Haus aus schon der eine Bereich etwas undichter, weniger, wie gesagt, dicht im Vergleich zu dem anderen Bereich. Da hat er den Patienten daraufhin erwähnt, wenn wir die Entnahme machen, wird das die Stelle sozusagen noch weniger dichter aussehen. Es ist nicht vom Spenderbereich oder von der Entnahme abhängig. Das ist meistens die Struktur, was man eigentlich die Patienten selber nicht vorher merken, erst nach der Entnahme. Dann erwähnt man natürlich daraufhin auf den Patienten, sie haben hier die Dichte weniger im Vergleich zu dem anderen Bereich. Es wird danach weniger aussehen und deshalb machen wir auch Notizen, erwähnen den Patienten, weisen darauf hin, dass jetzt dann danach die Dichteunterschied da in dem Bereich noch mehr, also beziehungsweise mehr vorhanden sein kann. Manchmal ist es auch bei sehr selten, was bei den Patienten vorkommt. Wenn wir zum Beispiel eine bestimmte Kräftanzahl brauchen für die Entnahme, wie gesagt, die Anzahl zu vervollständigen, dann erwähnen wir das bei der Entnahme dem Patienten und sagen, wir brauchen jetzt mehr Kräfte. Und es sind meistens oder in der Regel von der einen Seite die besseren qualitätvollen Kräfte, die wir dann entnehmen können. Das sind dann halt desto mehr qualitätvolle, desto besser sind ja dann die Kräfte sozusagen, die Ergebnisse. Ja. Dann erwähnen wir das bei der Entnahme dem Patienten, sagen wir in Anführungsstrichen, Sie, Herr Müller, wir haben von der bzw. rechten Seite mehr Grafts entnommen, weil wir die gebraucht haben, um die Anzahl zu erreichen oder von der anderen Bereich. Aber, wie gesagt, der Patient wird dann daraufhin angesprochen, gesagt und nachhinein empfehlen wir für die zukünftige Zeit dem Patienten, dass er einfach auf diesen Bereichen oder auf diesen Stellen die Haare etwas länger hält, damit man sozusagen diesen Dichteunterschied mit der Haarlänge nicht so sehen kann. Okay. Vielen Dank für die Frage. Das war jetzt ausführlich. Dann haben wir jetzt die nächste Frage. Ja, das ist die vorletzte Frage. Nach einer Haartransplantation. Es gibt verschiedene Gerüchte. Manche sagen, man sollte nach einer Haartransplantation Minoxidil verwenden, Finasterid verwenden. Mhm. Und manche sagen, es ist eben anders. Man sollte das nicht. Mhm. Was hält Dr. Bayri davon? Kimisa çekimlerinden sonra işte hasta... Minoxidil ya da diğer supplement tedaviler fark etmek sizin 15 gün sonra 2 hafta sonra. Okay. Jetzt ab wann? Lokal olanlar. Aber Vitaminen direkt başlanır. Zum Beispiel, es ist so, nach der Haartransplantation empfiehlt er bei den Patienten, die zum Beispiel bei dem Voruntersuchung, Vorgespräch, wenn der Patient einen aktiven Haarausfall gehabt hat, empfiehlt er sozusagen Finasterid in dem Falle, um den Haarausfall zu stoppen, damit er nicht aktiv ist. Minoxidil empfiehlt er in dem Bereich zum Beispiel für den Tonsurbereich als Unterstützung, damit man einen Tick sozusagen das Ergebnis noch mehr unterstützen kann, weil es unterstützt ja das Haarwachstum in den Bereichen, damit es besser wird. Aber es ist ein wichtiger Punkt, wie gesagt, Tonsurbereich Minoxidil.
Für den vorderen Bereich empfiehlt er zum Beispiel Serums anzuwenden oder Multivitamine, das Ganze damit unterstützen. Rein theoretisch wäre das für den Tonsurbereich auch möglich, aber da ist dann halt Minoxidil noch effektiver, ein Tick besser. Ansonsten, wie gesagt, darf der Patient bereits nach sieben Tagen, entschuldigen Sie, nach ein paar Tagen von der Operation diese Vitamine oder Tabletten bereits dann einnehmen. Minoxidil erst nach 15 Tagen nach der Haartransplantation ist dann empfehlenswert. Okay, dann kommen wir zu der letzten Frage. Warum ist es so wichtig, nach oder vor der Haartransplantation nicht zu rauchen? Saçekiminden önce ve sonrasında grafları zarar veriyor. Direkt ve indirekt zarar veriyor. Es ist ja so allgemein jetzt an sich jetzt das Rauchen ist ja das Rauchen hat ja sozusagen bestimmte Toxine, die jetzt dann auf das Körper sozusagen im Negativen beeinflussen. Er empfiehlt zum Beispiel vorher oder danach nicht zu rauchen, weil das Rauchen allgemein auch fürs Gesundheit nicht gut ist. Er empfiehlt dann auch einen Punkt, es wurden daran jetzt beziehungsweise keine Studien nachgewiesen, aber seine Erfahrungen, das Rauchen kann dann ihr Ergebnis oder die Grafts in der Wachstumphase im Negativen beeinflussen. Da gibt es dann diese Durchblutungsstörung, wo dann die Grafts sozusagen sich nicht gut ernähren können. Allgemein, wie gesagt, direkte, indirekte, als ein Arzt kann er dann halt sagen, dass Rauchen halt nach der OP oder auch davor sozusagen für die Grätz oder für die Bereiche einfach negativ beeinflussen kann. Deshalb empfehlen wir entweder damit aufzuhören, das Rauchen oder beziehungsweise zu reduzieren, dementsprechend gute oder bessere Ergebnisse zu erzielen. Ja, meine Freunde, wir haben jetzt unsere Fragen durch. Dann danke ich schon mal an Dr. Balbi. Vielen Dank und an den Dolmetscher. Hier seid ihr auf jeden Fall sicher aufgehoben mit einem Dolmetscher. Ihr seht das schon, ihr seid in einem fremden Land in der Türkei und habt eine richtig guten Dolmetscher und ihr versteht alles und ihr werdet hier nicht alleine gelassen. Und wir sind jetzt hier durch mit diesem Video. Man sieht sich wieder im nächsten Video, meine Freunde. Man sieht sich. Ciao, ciao.